Ja, hallo, hier ist Christian Schemmeier, Paartherapeut und Beziehungscoach und genau, wieder im Einsatz. Und genau, ich dachte, vierter Advent, heute zumindest, wenn ich das aufnehme, beantworte mal noch ein paar Fragen. Und vorab noch, YouTube hat mir, was gar nicht, wie ich zu der Ehre komme, aber hat mir die Möglichkeit gegeben, eine Kanalmitgliedschaft zu machen. Wenn du meinst oder wenn du das Gefühl hast, du willst mich gerne unterstützen, hervorragende Möglichkeit. Ich habe da mal zwei Slots eingerichtet für 4,99 und 7,99 im Monat. Nennt sich dann Liebeschip Fan und Liebeschip Mega Fan und findest du auf meiner Kanalseite, kannst einfach draufklicken und es wird da sicherlich auch Boni einstellen, mal ein extra Video machen und so weiter. Ja, und dann hervorragende Art, wenn du sagst, Mensch, ja, ich meine, ich sag ja immer, mach die Kurse, also auch heute wieder bei den Fragen, aber wenn du sagst, ja, ich möchte darüber hinaus oder auf andere Art Christian unterstützen, hervorragende Möglichkeit. Gut, ich habe einfach mal die Fragen, die heute so reinkamen, rausgesucht. Habe jetzt gar nicht groß geguckt. Hallo Christian, ich stecke momentan in einer ziemlich miesen Lage. Ich bin in den 20ern und eigentlich seit einigen Monaten von meinem Ex-Freund getrennt. Eigentlich. Getrennt oder nicht getrennt? Was anderes gibt's nicht. Hab aber nochmal eine extra Runde gedreht, bis ich dann merkte, dass sich irgendwie nichts geändert hat. Jetzt ist es so, dass ich ihn überall blockiert habe. Er versucht, unbekannt anzurufen mit Nummer, spricht auf die Mailbox. Ja, auch unbekannte Nummern kann man ja blocken. Und die Mailbox muss man nicht abhören. Und ja, null Kontakt, ne? Und nur weil, also es ist ja immer so, dass die Tankstelle flöten geht, nur weil er sich da jetzt so anstrengt. Heißt das nicht, dass es die große Liebe ist, ne? Weil sonst wärt ihr zusammen noch. Wir hatten beide abgemacht. Dabei kam der Vorschlag von ihm, uns aus den sozialen Medien zu löschen, weil es da beiderseits oft zu Eifersüchteleien kam. Jetzt hat er es wieder aktiviert und scheint wieder nebenher fleißig auf der Suche zu sein. Sehe das, wenn wen er alles abonniert hat und weil er das öffentlich hat. Ja, ich wollte mal ein Video machen, die 10 Liebeschip-Gesetze. Also, das wird auf jeden Fall dazu kommen. Kein Kontakt und keine Informationen. Das wird immer wieder vergessen. Und haltet euch an meine Ratschläge. Wirklich, macht notfalls den, oder kann ich sehr empfehlen, den Liebeskummerkurs zu machen, Modul 0 auf liebeschip.de. Vielleicht kommen jetzt auch in Weihnachtstagen einige neue Zuschauer. Da gibt es halt Kurse rund um Bindungsangst, Verlustangst, Dating, Beziehung. Selbstliebe, Spiritualität und vieles mehr. Ja, das ist eine typische Verletzung des Gebots, keine Formation. Dann tut es halt weh. Ja. Und man muss ganz klar sagen, ihr seid nicht zusammen, er kann machen, was er will. Also, es ist sein gutes Recht. Sehe, dass über den Account meiner Oma, meiner selbst ist noch gelöscht. Stalking, mach das nicht. Das verletzt mich so, habe ihn über den Account auch blockiert, aber es tut weh. No Contact ist jetzt seit letzte Nacht Sonntag, wo er mich mal wieder versetzt hat und mitten in der Nacht dann noch von der Weihnachtsfeier kommen wollte. Ja, ihr seid nicht kompatibel. Fertig. Läuft nicht. Also er ist nicht verlässlich, vielleicht nicht loyal, sucht Kontakt zu vielen gleichzeitig. Meinst du nicht, du hast was Besseres verdient, also wo ihr euch immer wieder Gedanken drüber machen solltet, ist auch das ist so eine Art Gesetz, denke ich. Es kann euch nie jemand mehr lieben, als ihr euch selbst liebt. Darf ich mal drüber nachdenken? Und ob es da nicht eine gute Idee ist, in Selbstliebe zu investieren, weil das ist wieder, also wenn du wirklich voll in der Selbstliebe wärst, würdest du das nicht über dich ergehen lassen hier, ne?
Aber ich ist immer leicht gesagt, ich verstehe schon, es ist alles schwierig, es umzusetzen, schwieriger Prozess, aber ja, der ist bei allen gleich, ne? Ich war immer relativ inkonsequent. Ich wurde auch sitzen gelassen an meinem Geburtstag. Ja, wie gesagt, ihr seid ja nicht mal zusammen, ne? Da kann man, ist natürlich schwer, da ihm da so Vorwürfe zu machen, ne? Wurde auch sitzen gelassen, nicht nur da, vorher auch schon mal. Es gab seinerseits eigentlich nie Absprachen, wenn er was vorhatte. Ich wurde da immer vor vollendete Tatsachen gestellt. Sonntags und montags hagelte es SMS und Anrufe im Überfluss. Dann war wieder Ruhe und seitdem versucht er wieder, mich anzurufen. Ja, das ist immer das gleiche Spiel. Das ist, hör dir noch 100 andere Videos von mir an, das ist immer das gleiche. Ist nicht, was du willst. Ich auch, so sehr du auch meinst, ihn zu wollen, ist nicht, was du willst. Es ist ein altes Programm, das du vielleicht in deiner Kindheit gelernt hast, nicht verfügbare Menschen zu lieben. Aber meinst du nicht, dass was Besseres verdient? Also besser im Sinne von besser zu dir passend, loyaler, mehr auf dich bezogen, jemand, der dich wirklich liebt? Ja. Da sagt er, ich könne ruhig zugeben, wenn ich jemand Neues habe. Ja, das sind meist so Projektionen, wenn der andere jemand Neues hat, irgendwie. Oder auch einfach dahingesagt, um irgendeine Reaktion zu kriegen. Aber auch das ist eins der Liebeship-Gesetze, ich immer wieder sage. Worte zählen einen Scheiß. In einer schönen Beziehung sind Worte schön. Aber in diesen Krüppel-Krümel-Beziehungen sind Worte ein Scheiß. Echt, zählen gar nicht. Null. Null. Denkst du, dass das mit Facebook und den Frauen macht er jetzt, um eine Reaktion von mir zu erhalten? Nee, er macht einfach das, was er macht. Er ist einfach so. Ja, möglichst viel Bestätigung. Ja, vielleicht hat er dich auch nicht genug geliebt und sucht, ich weiß es nicht, aber was ich sagen kann, ist, ich will das jetzt nicht alles auf dich beziehen. Das ist, offensichtlich bist du nicht so wichtig für ihn, wie du das gern hättest. Und dann such dir jemand, der wirklich deine Liebe verdient hat, würde ich sagen. Ja, sonst Weihnachten immer schwierige Zeit, geht auch für alle, holt euch Support. Wenn ihr da echt in Schwierigkeiten kommt, ja, es gibt in jeder Stadt auch Stellen, wo man sich dran wenden kann. Genau, also ist, ja, notfalls kann man sich auch immer, wenn es einmal wirklich ganz schlecht geht, kann man sich auch immer an Notaufnahmen wenden. Und ja, also jetzt nicht, dass du da an dem Punkt bist, aber nur mal so gesagt irgendwie. Ja, und ich würde sagen, ja, nimm dir mal vor, dass im neuen Jahr, dass du mal guckst, ob jemand dich wirklich verdient hat, so würde ich mal dir raten. Ne? Gut, was haben wir denn noch Schönes heute? So, hatte noch zwei Geschichten hier gefunden. So, hallo Christian, wie funktioniert das mit den Online-Kursen? Was benötige ich dafür? Gar nichts, nur ein Computer oder ein handelsübliches Handy. Arbeite ich die Module für mich alleine ab oder muss ich in Kontakt gehen? Nee, du kannst sie ganz für dich alleine abarbeiten, alle Module. Es gibt immer halt die Kommentarfunktion, wo man sich austauschen kann, muss man aber überhaupt nicht. Liebe Grüße aus dem Norden. Gut, und eine Sache hatte ich noch irgendwo. Hallo Christian, nach ein paar Jahren Beziehung, Zusammenwohnen, Heiratspläne bin ich seit knapp 4 Monaten von ihm getrennt. Mittlerweile ist es so, er hat eine neue Frau kennengelernt und meine Gedanken daran fahren oft Achterbahn. Manchmal kann ich damit umgehen, manchmal gar nicht. Er ist nach über 4 Monaten immer noch jeden Tag in meinen Gedanken, kann manchmal schlecht schlafen. Mein letzter Gedanke ist er, mein erster Gedanke morgens ist auch er. Ja, es werden viele Leute kennen auf dem Kanal. Toxischer Liebeskummer oder schlimmer Liebeskummer. Wahrscheinlich hatte ich immer noch gehofft,
So wie es ja immer war, dass wir wieder zusammenkommen, doch diesmal ist er weg. Gut, das hört sich ja so an nach On-Off-Beziehung. On-Off heißt nicht kompatibel. So bitter es ist. Das Schlimmste ist, dass es so weh tut, zu sehen, dass er mich einfach hinter sich lässt und wieder glücklich sein kann. Ich kann nur immer wieder sagen, auch wie bei der letzten Mail, kein Kontakt, keine Informationen, haltet euch an die Regeln, macht den Liebeskummerkurs. Das ist wirklich, glaube ich, glaub, der billigste Kurs in meinem Programm, wirklich, und haltet euch wirklich mit religiöser Strenge an diese Regeln, wirklich. Weil was du machst, ist halt, du bist weiter noch im Kontakt, du setzt ihn auf ein Podest, kann ich herauslesen. Und keine Informationen, was ich immer sage, keine Informationen zulassen über den anderen, das verletzt du auch die Regel. Und dann ist, also kann Liebeskummer auch echt ziemlich lange dauern, ne? Das hängt wirklich davon ab. Ja, und jemand, der dich nicht will, hat dich auch nicht verdient. Also natürlich ist das bitter, wenn man Pläne hatte, und es ist auch völlig normal, Liebeskummer zu haben, aber wenn du da rauskommen willst, dann musst du wirklich nach vorne gucken und nicht nach hinten. Ne? Ja, und wie gesagt, guck dir mal den Kurs an, weil ich denke, dass da viele Sachen drin sind und Übungen, Bänder drin, Rote Kreuzübungen, die ganzen Geschichten. Ja, die dir echt helfen, darüber hinwegzukommen. Und ja, und dann mach dir mal klar, auch das ist ja auch in meinem Modul 1 drin, diese ganzen Sachen, was du eigentlich willst, wieso du vielleicht da reingerutscht bist. Also ist immer bitter, also für alle, wenn Beziehungen auseinandergehen, für alle Menschen so. Und das ist auch wichtig, denke ich, das zu akzeptieren, dass es so ist. Und 4 Monate sind jetzt auch nicht so viel, aber wie gesagt, wenn du sagst, ey, es geht so und so, geht es einfach nicht weiter, dann helfen halt diese ganzen Tools so, ne? Und ob er jetzt wirklich glücklich ist, das weiß auch kein Mensch. Also, und ja, wer weiß, man weiß nie, was in anderen Menschen vorgeht, ne? Auf jeden Fall passt ihr scheinbar gerade nicht zusammen, ne? Oder nicht nur und gerade nicht, weil on-off heißt nicht kompatibel. Ich hänge immer noch an ihm, das kotzt mich echt an. Ich möchte endlich akzeptieren. Ich möchte, dass er nicht mein erster und letzter Gedanke am Tag ist. Ja, ich nenne das ja mal ganz gerne Liebessucht, um das so ein bisschen zu entromantisieren. Kann man was dran machen? Was kann ich tun gegen dieses Kopfkino zwischen ihm und ihr? Ja, Modul 0, Modul 1. Kann ich dir sehr ans Herz legen. Das würde ich dir sehr empfehlen. Gut, in diesem Sinne, ja, ich weiß nicht, in welchen Abständen ich jetzt hier Videos mache. Vielleicht kommt das auch schon Weihnachten raus. Also wünsche ich auf jeden Fall großartiges Weihnachtsfest. Im neuen Jahr geht ja auch der Selbstliebe-Challenge wieder los. Und dann haben wir ja den großartigen Kurs Spiritualität und ein nice geiles Leben, der ganz frisch rausgekommen ist. In diesem Sinne, wir haben uns bald.